Alarmiert worden sind wir zum Stichwort H2 mit Menschenleben in Gefahr. Gemeldet war ein PKW in Hauswand. Das hat sich glücklicherweise vor Ort nicht so dargestellt, sondern es handelt sich dabei um einen Alleinunfall von einem Fahrzeug, der in zwei geparkte PKW gefahren ist. Wir sind ausgerückt mit dem Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr und mit der Freiwilligen Feuerwehr Lüttringhausen. Ja, unsere Tätigkeiten haben sich beschränkt auf die Erkundung und auf die Absicherung der Einsatzstelle. An den PKWs liefen keine Betriebsmittel aus und der Fahrer des PKWs wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Remscheid versorgt, gesichtet, verbleibt aber an der Unfallstelle. Genau, beim Eintreffen hat sich die Lage so dargestellt, dass der Unfallfahrer neben den zwei beschädigten PKWs stand. Sein Fahrzeug selbst war nicht mehr vor Ort, das hatte er bereits in der Garage abgestellt. Die zwei PKWs, die ja am Seitenrand abgestellt waren, waren relativ stark beschädigt am Heck. Der Fahrer war augenscheinlich unverletzt. Die Untersuchung hat auch ergeben, dass er keine schwerwiegenden Verletzungen hat und verbleibt dann auf der anderen Einsatzstelle. Ja gut, dadurch, dass natürlich größere Feiern untersagt worden sind, war es auch für uns eine recht ruhige Nacht. Wir hatten diese Nacht noch einen Mülleimerbrand und sonst ist das der erste brandschutztechnische Einsatz die Nacht. Alarmiert worden wurden wir gegen 3:30 Uhr morgens. Auch im Rettungsdienst war es recht ruhig. Also ein ruhiges Silvester.